Weißt du, ich hatte erst ein Beet, jetzt habe ich ungefähr 15 Beete. Ich hatte erst 4 Hühner, jetzt habe ich 12 Hühner, jetzt züchte ich selber. Also ich eskaliere im natürlichen Raum. Verstehe. Judith. Ja. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, da haben wir für den Norddeutschen Rundfunk auf Baltrum gemeinsam eine Reportage gedreht und da waren deine Haare, meine ich, noch ein bisschen länger. Ist das der Tatsache geschuldet, dass du jetzt so komplett auf dem Land lebst und sagst, das stört so ein bisschen, ich schneide sie etwas kürzer oder was ist der Grund? Du meinst, sie verfangen sich im Hochbeet sonst. Das könnte sein. Ich wollte mal was anderes. Ich hatte irgendwie 18 Jahre die gleiche Frisur. Und habe dann immer Frauen gesehen wie Barbara und dachte, oh, das ist aber apart, so ein bisschen kürzer. Und das ist ja, und dann habe ich es gemacht. Und jetzt habe ich es gemacht und jetzt sehe ich Frauen wie Kim und sage, oh, so lang ist aber auch schön. Ja. Also bei mir ist es auch beim Essen gehen. Ich finde immer das interessanter, was auf dem Teller des anderen ist. Aber auch die Zuschauer zu Hause und hier im Publikum finden es einfach toll, wie du aussiehst. Ich weiß es nicht. Du hörst es an der Resonanz. Ich weiß es nicht. Doch, 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 doch. Kleiner. Aber sag mal, ich sag schon Schleimer. Also es ist lustig, ich krieg viele Zuschriften. Die Frauen sagen alle, Mensch, das sieht toll aus. Und bei den Männern ist es eher so, oh Mensch, die langen Haare, wie schade. Und ich sehe an den Gesichtern der Frauen hier im Publikum, dass sie das auch kennen, von ihren eigenen Männern zu Hause. Ja. Hast du sie denn aufgehoben? Dann schick sie ihnen doch. Wenn sie ich versteigere sie für den guten Zweck. Nein. Aber Haare sind guter Dünger. Haare ist es echt richtig guter Dünger. Wenn die dann, wirklich? Ja, 100%. Ja, organisches Nein. Material. Ja. Ja, ja, klar. Immer rein in die Hochbeete damit. Ja, du, die Tomaten freuen sich besonders über menschliches Material. Ich habe in einem deiner Bücher gelesen, dass du unter anderem, das ist zwar jetzt ein komischer Switch, den ich hier mache, passt aber, dass du auch Pferdeäpfel einsammelst und richtig. Teilweise auch verschenkst, weil das ein guter Dünger ist? Ja, richtig. Also ich habe vor 5 Jahren bin ich aufs Land gezogen aus der Stadt, weil ich das, was René gerade erzählt hat, so wahnsinnig faszinierend fand, aber immer dachte, ich kann das nicht, weil ich habe keine Ahnung, ich habe auch keine Zeit und bin dann aufs Land gezogen und habe es innerhalb von 5 Jahren eben geschafft, das umzusetzen, was René uns gerade gesagt hat und habe auch relativ schnell festgestellt, dass sich ganz schnell auch ein Kreislauf ergibt, weil mein Pferd ist manchmal bei mir im Garten so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig und die hinterlässt halt ihre Pferdeäppel und das ist tatsächlich, wenn man den so 5 Monate liegen lässt, am Anfang ist er ein bisschen zu säurehaltig, sieht man auch immer, dass der Rasen dann so ein bisschen grün ist, wenn da mal was drauf liegt. Wenn du das ablagerst, ist es der beste organische Dünger. Dann habe ich eigenen Kompost und bei mir ist noch nie chemischer Dünger zum Einsatz gekommen und ich habe es wirklich geschafft, ohne Vorwissen, mich jetzt innerhalb von 5 Jahren komplett selbst zu versorgen. Mache auch Dinge ein, nehme Dinge in den Vorrat, habe auch so eine Erdmiete angelegt, auch mit einer Waschtrommel, lustigerweise ja? Genau, ja, cool. Das, mit so einem Toplader, die eignen sich besonders. Genau. Und habe Hühner und Katzen, die interessanterweise nicht alles die, auf einmal. Ludwig muss es erst verarbeiten. Wir haben auch eine Katze. Ja. Aber er hängt an deinen Lippen, genau wie ich. Sag mal, das heißt, wenn du jetzt auf dem Land bist, ja. Bist du denn dann trotzdem auch noch mal so High Society mäßig? Ich meine, du bist ja ein großer Fernsehstar seit vielen Jahren, Tagesschau, Nachrichten, Queen. Dann kann man ja so sagen, bist du trotzdem, gehst du auch immer noch über einen roten Teppich oder sagst du, boah, nee, ich fahre nach der Sendung gleich wieder zurück aufs Land? Letzteres. Also ich muss tatsächlich sagen, dass sich mein Leben sehr verändert hat, seitdem ich aus der Stadt rausgezogen bin. Und ich glaube, ich war jetzt seit 4 oder 5 Jahren nicht mehr auf einem roten Teppich-Event. Es kam natürlich auch Corona, da war das sowieso natürlich alles nicht möglich. Aber ich fühle mich so wohl, wenn ich abends am Lagerfeuer sitze, auf meinem rostigen Gartenstuhl und irgendwie über mir ist nur der Nachthimmel. Ich habe diesen starken Wunsch gespürt, deswegen habe ich es auch gemacht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es mich unglaublich glücklich macht. Ja. Aber jeder muss ja den eigenen Weg finden. Natürlich. So. Bei mir ist es der. Jetzt werden einige Naturburschen zu Hause sagen, Mensch, das wäre vielleicht... Wir hatten ja vor ein paar Wochen Dagmar Berghoff hier und die hat erzählt, früher bekam man, wenn man so Nachrichten vorgetragen hat, viele Heiratsanträge. Wie viele sind es bei dir so am Tag? Also wie oft schreibt dir einer eine Mail, ich könnte es mir vorstellen? Also Heiratsanträge tatsächlich habe ich, glaube ich, habe ich schon mal einen, ich hab noch nie einen Heiratsantrag bekommen. Judith, du auch nicht. Ich habe letztens nämlich auch hier mal geoutet, dass ich auch noch nie einen bekommen habe. Also was heißt erstaunlich? Ich meine, doch erstaunlich, aber hier in dieser Sendung noch
noch nichts geschickt bekommen. Ja. Sollen wir auch so eine kleine Selbsthilfegruppe gründen? Ich leide nur minimalst. Ja. Liebe Zuschauer zu Hause, bitte schreiben Sie jetzt für diese beiden Damen einen Heiratsantrag. Nein, aber Spaß beiseite. Was ich total oft bekomme, sind Zuschriften, aber auch von Frauen, die dann fragen, ob sie mal kommen dürfen auf die kleine Farm, weil ich auch Bücher schreibe über das Ganze. Und die fragen dann tatsächlich, ob man Urlaub machen kann bei mir. Und kann man? Nee, noch nicht. Ich denke darüber nach, da vielleicht in vielen, vielen Jahren, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich brauche noch mehr soziale Kontakte, das noch mit reinzunehmen. Aber im Moment, nein, nicht. Aber jetzt kannst du mir nicht erzählen, du bist jetzt Nachrichtenfrau, du moderierst eine Talkshow. Irgendwann muss man doch mal eskalieren. Also du kannst doch nicht sagen, ich bin hier seriös und dann setze mich wieder vor den Kamin und dann baue ich ein Hochbeet. Irgendwann muss doch auch mal hier so ein Hopfentee, der muss doch auch mal sein, oder? Gibt es das bei dir auch, dass du sagst, das ist meine Eskalation am Beet. Weißt du, ich hatte erst ein Beet, jetzt habe ich ungefähr 15 Beete, ich hatte erst 4 Hühner, jetzt habe ich 12 Hühner, jetzt züchte ich selber. Also ich eskaliere im natürlichen Raum. Verstehe. Das ist doch gut, ja. Das war nicht langweilig wahrscheinlich, aber es ist so. Winfried nimmt erstmal einen Schluck Wein auf das Thema. Winfried und ich haben eine große Gemeinsamkeit, weil Winfried hatte auch Hühner früher. Ja, aber du hast keinen Fuchs und das finde ich gemein. Deswegen hat sie ja auch noch Hühner. Ja. Aber sag mal, passieren denn auch mal bei so einer Tagesshow Pannen? Also ist da mal irgendwas, wo du wirklich sagen musst, ui, das war, da kann ich mich heute noch dran erinnern, das war doch relativ peinlich. Ja, viele Dinge, ehrlich gesagt. Also einmal lief der Teleprompter rückwärts, war leicht unangenehm, weil man es so schlecht lesen konnte dann. Was machst du denn da? Ach, du hast ja das Papier immer noch. Nee, in dem Fall leider nicht, weil es war irgendwie gerade ein Tarifabschluss da und es war also nicht mehr aktuell, was ich auf dem Papier hatte. Ich musste dann kurz mal so halb verschwinden unterm Tisch, weil dahinter ist so ein kleines Knöpfchen ganz unten, wo man das so umstellen kann, dass es wieder vorwärts läuft. Aber ich musste dann mal einmal so kurz, Entschuldigung, und dann so abtauchen und dann kam ich wieder hoch und merkte, es läuft immer noch rückwärts. Nochmal Entschuldigung. Und hab nochmal gedrückt und dann ging es weiter. Also das ist passiert. Oder manchmal auch passiert, dass die Sätze erst dann ein Ende haben in dem Moment, wo ich sie spreche. Weil halt gerade noch was passiert, die Redaktion schreibt rein und dann lese ich manchmal sehr langsam. Die Zuschauer denken sich, warum? Ja. Ich warte auf das Ende des Satzes. Also es passiert, ja. Ach, das ist ja. Aber jetzt wohnst du ja auf dem Land, da ist es ja manchmal auch wahrscheinlich ein bisschen langsamer und entschleunigt. Wie war das so, als du da hingezogen bist? Hast du dich nicht auch ein bisschen gegruselt, so als Frau, so ganz alleine, so ein einsames, ist es ein Bauernhaus, ein klassisches, so wie ich es mir vorstelle, oder? Also es ist ein ehemaliges Landarbeiterhaus im Naturschutzgebiet. Also wir sind vier Leute. Wir haben auch keinen Anschluss an Trinkwasser. Wir haben alle einen eigenen Brunnen und teilen uns irgendwie so eine abenteuerliche Stromleitung, wo irgendwie alle Haushalte dranhängen. Also es ist schon ein bisschen abenteuerlich. Wir haben keine Straßenbeleuchtung, keinen Winterdienst und so. Und ich muss sagen, dass es, als ich da hingezogen bin, also ich war gerade frisch geschieden, als Frau alleine, ich hatte halt diesen Wunsch, das zu machen. Das war schon etwas, von dem mir tatsächlich alle abgeraten haben. Also mein Vater, bei dem ich aufgewachsen bin, meine ganzen Freunde, meine Kollegen, die haben gesagt, du jetzt als Frau da alleine hast du keine Angst und meine Güte. Aber ich habe ich wollte das einfach machen. Ich habe diesen Wunsch gehabt, das durchzuziehen und dachte, das schaffe ich jetzt. Und es war genau richtig, weil es mich unglaublich... Hier sehen wir ein das, Bild mein Vater. Von deinem Papa. Richtig, ja. Ich musste auch gerade, ich hatte gerade richtig Tränen in den Augen, als du über deinen Vater gesprochen hast. Ich fand das sehr... sehr zart, was du da gesagt hast. Also hat mich sehr berührt. Ja. Das ist wahrscheinlich ist es in Lippspringe, da bist du ja gebürtig her. Das ist ja Westfalen, da komme ich ja auch her gebürtig. Genau. Und da ist ja auch erstmal nicht so viel. Also du bist ja quasi aus dem Nichts in die Stadt und dann wieder zurück und ins Nichts. Und dann wieder ins Nichts, genau. Ja, interessanterweise habe ich früher auch so gelebt. Also mein Vater und ich hatten auch ein ganz kleines Haus mit Garten am Waldrand. Jetzt habe ich ein kleines Haus mit einem sehr großen Garten am Naturschutzgebiet und wir haben auch einen Fuchs. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, aber er kommt nicht rein ins Gehege, weil ich das halt ganz gut gesichert habe. Ja. Ich hatte Probleme mit dem Habicht. Stimmt. Ja, mit dem Habicht, der ein perfider Jäger ist. Da liegen dann nur noch von den Hühnern die Beine zum Schluss. Der Habicht, was ist mit dem Habicht passiert? Der Hühner. Der hat wenn der einmal weiß, wo der Candy Shop ist, kommt er immer wieder. Genau.
Er hat die Hühner entdeckt und hat dann irgendwie sich durch die kleinsten Löcher, das ist ein Ansitzjäger, habe ich. Der setzt sich, also das ist nicht jetzt wie so ein Mäusebusser, der anfliegt, sich was greift und durchstartet, sondern der setzt sich auf den Pferdezaun und guckt oder auf den Ast und wartet stundenlang. Und wenn dann das Huhn wieder rauskommt aus dem Versteck, dann geht er blitzschnell nach unten, packt sich das Huhn und weidet es an Ort und Stelle aus. Hey, Bernhard, du hast, glaube ich, auch also, schon Erfahrung mit einem Habicht gemacht, oder was? Also ich selber nicht. Also ich habe auf so einem Ast gesessen und als der Habicht vorbeikam, habe ich mich auf den Habicht gestürzt. Sag mal so, von den 4 Hühnern, die wir hatten, der eine hatte als Krankheit Habicht. Und das ist wirklich nicht, also das Problem ist, dass ein Huhn weit mehr Material zur Verfügung stellt, als ein Habicht zur Sättigkeit braucht. Und den Rest lässt er einfach liegen. Aber das ist biologisch sehr interessant, wenn man sich mal so für die Innereien eines Huhnes interessiert. Das Problem ist, dass die anderen Hühner dann die Reste von ihrem Geschwistertier aufessen. Ja. Ist auch lecker. Fand ich am Anfang etwas schwierig, das zu beobachten. Aber es ist natürlich auch sinnvoll, weil das biologische Material muss weg, weil sonst kommt der Fuchs, der riecht es natürlich. Ja. Aber du hast, wenn du Hühner hast, wahrscheinlich auch Eier, die du dein eigen nennst, jeden Tag. Du hast auch welche mitgebracht. Ja, genau. Und aus diesen Eiern kann man natürlich wunderbare Dinge zaubern, denn du bist jetzt auch Köchin und hast ein tolles Kochbuch geschrieben und da spielen Eier auch eine Rolle. Das stimmt. Ja ich habe das. Kartoffeln. Auch, ja. So. Gut erkannt. Wow! Ich fange mal an, hier kurz zu erzählen. Also, das sind die Eier meiner Hühner, die habe ich heute dem Morgen. Ludwig ruhig auch mal zwei, dass er im Nest Spiel ist. Ich bin wach. Ja? Guck mal. Sie sind, wie du siehst, türkisfarben und dunkelbraun, weil sie so aus dem Huhn rauskommen. Das wissen viele nicht. Weil das ein spanischer Huhn ist und der ist ein bisschen braune von der Sonne. Das ist französische Huhn. Französisch? Französische Huhn, marron. Und diese Eier wurden früher von den Seefahrern mit auf die Schiffe genommen, weil die haben eine dickere Schale und die halten sich Monate ohne Kühlung. Und deswegen waren die unglaublich angesagt bei den Seefahrern. Aber sie müssen gekocht werden vorher. Naja, du kannst damit alles machen, was du machen möchtest. Sie sind da drin noch lebendig? Was? Da sind doch keine Küken drin. Ja, aber das ist ein Ei. Bist du sicher, dass das der Fuchs bei deinen Aber wenn die Seefahrer sie mitnehmen, müssen sie doch vorher kochen und den Essig schmeißen. Nein, eben nicht. Das ist das Tolle, das bleibt ganz, ganz lange frisch, über Monate. Nein. Und was viele ja auch nicht wissen, ist, dass wenn du so ein Ei hast, wie das ist von einem Araukanerhuhn, das legt türkisfarbene Eier. Araukanerhuhn. Marokkaner kenne ich. Araukaner. Sehr gut. Und ich habe auch einen Hahn, das heißt, die sind befruchtet, diese Eier. Die kannst du natürlich essen, das ist übrig. Das Huhn kommt nur so einmal im Jahr überhaupt auf die Idee zu brüten. Und wenn du dieses Ei, was ja befruchtet also ist, man muss dabei sagen, man tötet jetzt kein Küken, sondern... Nee, gar nicht. Das ist wichtig. Das ist einfach übrig. Was kann man daraus machen? Nenn uns einfach mal 2, 3 Rezepte, wo du sagen würdest, das ist ein besonderes Omelett in deinem Buch. Oder? Ein Funfact muss ich noch nennen. Wenn du dieses Ei für 10 Tage in die Küche legst, und es der Henne zurückgibst, dann kann daraus noch ein Küken. Ach. Das wissen, also ich habe auch immer gedacht, das muss rauskommen und dann muss sie sich draufsetzen und das muss warm bleiben. Muss man dran hören dann oder so? Oder? Und die piepen tatsächlich, wenn der Schlüpftag ist nach 28 Tagen, dann verständigen sie sich untereinander noch aus dem Ei heraus, piepsen sie so, weil sie sagen, wir wollen alle gleichzeitig schlüpfen und dann kommen sie auch alle gleichzeitig raus. Ja. Aber jetzt sind ja nicht nur Eier, mit denen du Gerichte zubereitest, sondern eben auch ganz viel Gemüse, was du in Hochbeeten anbaust. Und da liegt dir ja ein Thema sehr am Herzen, haben wir vor der Sendung drüber gesprochen. Ich habe rote Beete-Chips gemacht. Und zwar, für euch. Welches Thema ist es? Ich habe es eben schon mal angeteasert, dass man welche Gerichte am besten machen soll, damit man nicht doch wieder in den Supermarkt muss. Ja, richtig. Also ich habe einfach vor dem Problem gestanden, dass ich dann irgendwann unglaublich viel Gemüse im Beet hatte und mich gefragt habe, wie bereite ich das jetzt zu? Und habe dann viele Kochbücher gelesen und viele Kochbücher kombinieren Gemüse, was nicht zur gleichen Zeit im Garten reif ist. Und deswegen habe ich nach Rezepten gesucht, die eben nur das kombinieren, was in dem Monat auch wirklich da ist. Und ich habe immer versucht, auch diese besonderen, seltenen Sorten einzubinden, weil das ist ja das Tolle, wenn man Homefarming macht, dass man eben nicht nur rote Tomaten zu Hause hat, sondern vielleicht blaue, welche die eine Haut haben wie eine Pfirsich. Oder hier diese Kartoffeln, die sind gestreift. Das ist eine, die ist gepunktet, die sieht, wenn sie frisch ist, aus wie Nemo, wie ein Clownfisch. Und also sie ist pink mit großen gelben Punkten und ich kannte das alles früher nicht, weil es das im Handel. Aber mittlerweile bist du wirklich, muss man sagen, eine Köchin und zwar so eine gute, dass sie ein eigenes Buch geschrieben hat über dieses ganze Homefarming-Thema, was man daraus machen kann. Was ist so dein Gericht, wo du sagst, wenn ich das raushole,
da könnte ich einen potenziellen Heiratswütigen überzeugen. Der zu mir auf die Farm kommt, ja. Ach, ganz viele. Es kommt wirklich auf den Monat an. Also ich habe euch jetzt rote Beete-Chips mitgebracht. Jetzt haben wir ja, jetzt, Moment, was genau. haben wir jetzt? Da liegt, ja, da so Frühjahr, Frühling, was machen jetzt wir da? Jetzt ist März. März ist der schlimmste Monat für Homefarmer, weil da hast du am wenigsten frische Ernte. Die, ne, der Vorrat ist ja aufgebraucht alles. Und so. Du siehst jetzt gerade erst wieder an, es geht los mit der Tomatenanzucht und so. Und man ernährt sich mehr oder weniger aus dem Vorrat. Deswegen habe ich euch rote Beete-Chips mitgebracht. Wir haben sie alle schon gegessen und sind begeistert. Schmeckt gut. Ja. Ist noch was übrig? Also, könnte eine zweite Runde geben. War das Kartoffel oder was war das? Rote Beete. Ich soll es noch mal rumgeben. Nee, ach so, behalte, es kommt doch eh wieder bei dir an. Nein, lass das ruhig bis hierhin. Ja, sehr gut. Und ja, also ich habe zum Beispiel auch Pastinaken und Petersilienwurzel und so für mich entdeckt. Das waren alles so Gemüsesorten, ich die ich ehrlich gesagt früher im Supermarkt uninteressant fand. Machst du schon Spargel? Kannst du das? Nee, Spargel habe ich noch nicht gemacht. Spargel ist ja auch so eine Sache. Ich auch nicht. Aber grundsätzlich muss man sagen, sind alle Jahreszeiten und jeder Monat in deinem Buch Home Farming, das Kochbuch, so heißt es. Genau, es ist einfach nur eine Rezeptesammlung von Dingen, die saisonal sind. Wenn du dann mal so Urlauber auf seinem Hof hast, ich würde wohl vorbeikommen. Erstmal Riesenapplaus für Judith Rakers. Komm mit. Gerne.